Und ich sollte natürlich den Ton anmachen. Hallo und herzlich willkommen zum Marktupdate von der comdirect-Bank. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden sowohl nach vorne als auch nach hinten gucken. Das heißt, wir schauen uns mal an, was so natürlich um Wirecard passiert ist. Deswegen braucht ihr auch keine großen Fragen reinstellen. Es sei denn, ihr habt nochmal ergänzende Fragen zu dem, was ich nachher dann ausführen werde. Und wir gucken natürlich nach vorne, weil wir einige Termine haben, wie zum Beispiel Deutsche Lufthansa, die ja am Donnerstag dann eben über das Rettungspaket abschließt. Und da werden wir auch nochmal so ein paar Parallelen zum Beispiel zu Norwegian Air Shuttle Service ziehen. Das aber nachher alles in Teil 3. Wie immer die Dreiteilung. Der erste Teil behandelt sozusagen die ganzen Aktienmärkte an sich. Wir gucken uns ein bisschen die Ist-Situation an. Zweiter Teil dann die Einflussfaktoren auf der Makroebene. Das heißt also, welche Einflussfaktoren sind da, wie verhalten sich zum Beispiel Öl heute im Bund Future eigentlich mitgebracht und Gold natürlich in der Situation. Und im dritten Teil kommen dann eben die Einzelaktienfragen von euch, die ihr hier in den Chat stellen könnt, aber auch im Vorfeld natürlich und gerne über Twitter, per Mail oder eben auch über Instagram oder über jetzt auch über einen WhatsApp-Channel, das geht übrigens auch. Also viele, viele Wege, wie ihr uns hier die Fragen einreichen könnt. Legen wir am besten los, gar nicht lange viel gelabert, sondern gleich rein ins Volle. Der DAX, ganz interessant, nach dem großen Verfallstermin am vergangenen Freitag, ja, da erstmal zumindest am Freitag fester gewesen, heute dann, ja, ein bisschen schwächer erstmal gestartet, dann hatten wir aber die Gegenbewegung gesehen zum Mittag hin. Das war ausschließlich den US-Börsen geschuldet. Die haben nämlich heute mal so ein bisschen die Avancen gemacht, dass man sozusagen eine festere Öffnung sieht. Dann jetzt hier nochmal der größere Rückgang im DAX, jetzt bei 12.223, 12.250 in dem Dreh. Das hat eben damit zu tun, weil eben aus Amerika doch eher schwächere Töne jetzt oder beziehungsweise schwächere Anzeichen rüberkommen. Da würde ich vorschlagen, gucken wir auch gleich nochmal, das ist nämlich auch interessant, auf den Euro Stoxx 50. Wie der sich eigentlich verhält. Der dürfte aber, hat ungefähr die gleiche Entwicklung jetzt gehabt, auch am Freitag fester natürlich, weil viele Marktteilnehmer erstmal in der Gesamtgemengelage, ich will mal meinen Chart hier aufrufen. So. Genau, da sieht man schon die Erholung eben, aber nicht so stark wie jetzt zum Beispiel im DAX. Der DAX hat hier doch wesentlich besser performt als der Euro Stoxx 50 Index und der Euro Stoxx ein bisschen verhalten. Das hat damit zu tun, weil wir einen sehr, sehr großen Einfluss eben von zum Beispiel italienischen, spanischen Banken haben, die natürlich eine höhere Gewichtung im Euro Stoxx 50 Index haben. Und beim DAX sind halt doch hier eher die Gewichtung eben zum Beispiel aus dem Automotive-Sektor und eben natürlich weniger Banken und eher denn eben auch zyklische Bereiche wie zum Beispiel Chemie und so weiter mit drin oder eben auch SAP als Technologiekonzern, aber eben auch ein relativ hoher Anteil von defensiven Werten aus dem Versorgungsbereich und eben aus der Telekommunikation. Falls ihr euch gerade gewundert haben solltet, was sie so gebrummt haben, das war die Klimaanlage. Die hat gerade mein Kollege ausgemacht, deswegen hat es ab und zu mal gepiept. Das ist nicht ungefähr mein, oder es war nicht mein Hörgerät oder Herzschrittmacher, sondern tatsächlich dann dieses Kühlgerät, weil es hier nämlich relativ dämsig drin ist. Nur mal so als kleine Info, aber da müssen wir jetzt die letzten oder die nächsten 50 Minuten alle durch. Genau, danke, Kollege, reicht schon ein Glas Wasser rüber, ich habe hier einen stehen. Euch natürlich, ja, guten Durst. Gehen wir zurück zu den Aktienmärkten. Der Euro Stoxx also ein bisschen eher Underperformer. Das heißt, wer also doch eher defensiver in Aktien investieren will in den nächsten Monaten, der sollte dann doch tendenziell eher in Richtung DAX deutsche Werte gehen, weil das eben Deutschland auch die Lokomotive in der europäischen Konjunktur ganz klar darstellt und die anderen europäischen Staaten hier eher hinterherhängen. Ein bisschen Niederlande, Frankreich könnten da vielleicht nochmal mithalten, wobei aber eher dann Niederlande als Frankreich. Frankreich hat auch noch einige Probleme, die eben auch binnenpolitischer Natur sind. Also von daher, wenn man auf europäische Aktien setzen will, dann eben eher auf den guten alten DAX. Jetzt gucken wir mal nach Amerika. Ich habe ja schon gesagt, Amerika gibt momentan den Ton an und wird es auch weiterhin, weil wir nämlich in eine Saison jetzt kommen. Das sogenannte Sommerloch an den Börsen sorgt dafür, dass sehr, sehr wenige Einflussfaktoren auf die Aktienmärkte eben zukommen. Und da schaut man natürlich als Börsianer, welche Börsen oder welche Einflussfaktoren überhaupt noch dann so zu erkennen sind. Und das ist natürlich ganz klar Amerika. Und hier auch wieder federführend, wie man heute sieht, die Nasdaq. Nasdaq heute im Plus, sieht man auch fulminant auf dem Mehrjahreshoch oder All-Time-High. Also hält sich hier noch ganz gut. Viele Unternehmen, Apple, Amazon, also die großen fünf, ich hatte in den letzten Sendungen gesagt, machen mittlerweile 20% der Marktkapitalisierung vom S&P 500 aus. Also sind hier auch die Leittiere im Nasdaq-Index. Die können sich nämlich ein Stück weit davon loslösen,
über die allgemeinen konjunkturellen Entwicklungen. Die haben halt international sind die so gut aufgestellt, dass sie zum Beispiel das Cloud Computing und durch die E-Commerce-Anteil hier also sich sehr gut diversifiziert haben und auch von der Länderdiversifizierung. Das heißt, man hat hier nicht den Kernmarkt USA zum Beispiel, sondern man ist überall verdrahtet, hat in den wichtigen großen Ländern eben dann eben Absatzchancen und profitiert davon. Also von daher sieht man auch hier wieder, der Nasdaq ist eben und bleibt auch erstmal das Leittier, ganz klar. Alle warten auf eine Korrektur und das ist eben auch das Witzige an der Börse. Wenn alle eben irgendwas erwarten, dann trifft das meist nicht ein. Das heißt, wenn alle eben auf eine Korrektur warten, dann stehen alle mit Gewehr bei Fuß und warten eben darauf, dass man eben bei Kursrücksetzern kaufen kann. Wenn das der Fall ist, passieren natürlich keine Kursrücksetzer, weil wer soll denn auch verkaufen, wenn alle warten? Also von daher auch eine ganz interessante ja, Vorgehensweise an den Aktienmärkten und das sieht man hier beim Nasdaq eben ganz gut. Die marktbreiteren Indizes in den USA, der S&P, konnte zwar auch ganz gut performen, aber hat nicht die große Überperformance bzw. dann eben Dynamik gezeigt, wie zum Beispiel gerade der Nasdaq 100 Index. Das sieht man auch heute. Währenddessen Nasdaq jubelt und Champagner trinkt, gibt es beim S&P 500 nur Wasser und ja, Molltöne eher. Das sieht man auch, ist wie gesagt auch relativ gut gestiegen in den letzten Tagen, aber eben nicht auf All-Time-High-Niveau. Hat natürlich damit zu tun, viele Old-Economy-Unternehmen sind da drin, die so ein bisschen als Bremsklotz wirken. Jetzt hechle ich hier mal schnell weiter durch, gehe zum zweiten Teil, weil ihr ja wahrscheinlich alle eher auf die drei bekannten Buchstaben WDI, also Wirecard, wartet. Von daher beeile ich mich jetzt hier ein bisschen. Muss aber noch mal ganz kurz natürlich auf Gold, auf die Rohstoffe Gold und will auch mal ein Bund-Future aufzeigen, weil ich da noch mal auch was Interessantes zeigen will insgesamt. Man sieht also hier, obwohl die Aktienmärkte sehr, sehr stark performend auch gut gefragt sind, die Aktien, sieht man aber auch, dass Gold wieder gut gefragt ist und dass man hier auch wieder ein sehr, sehr hohes Kursniveau sieht. Nicht von der absoluten Bewertung, sondern wirklich von dem Kursniveau aus betrachtet. Und das bedeutet, dass trotzdem viele Investoren so ein bisschen den sicheren Hafen suchen und dem Ganzen nicht wirklich trauen. Und das Ganze sieht man nämlich auch hier, wenn man sich die Moment, Anleihen ansieht. Ich glaube, der hier auf die Startseite gehen können. Ne? Da ist der Bund-Future auch. So sieht's aus. Eben. Klicken mal ein bisschen durch die Seite. Freuen sich unsere Kollegen, dass wir die Seiten hier, auch die unbekannten Seiten mal anklicken. So, genau. Bund-Future nämlich heute auch fest. Und das ist immer ein Zeichen, dass eben einige Kapitalabflüsse aus den Aktienmärkten eben zugunsten von Anleihen eben umgeschichtet werden. Und das meist auch so ein Zeichen, dass viele sich für eine Konsolidierung positionieren. Aber wir haben ja gerade gelernt, beim Nasdaq hat man schon gesehen, wenn alle auf eine Korrektur warten, kommt die meist nicht. Und das könnte auch diesmal der Fall sein. Trotzdem sehr, sehr hohes Niveau. Hat auch noch ein paar andere Einflussfaktoren bei den Bund-Future. Zum Beispiel durch die Anleihenkäufe der EZB, die dafür sorgen, dass das Kursniveau generell hoch ist. Aber als Seismograf für die generelle Verfassung von den Anleihenmärkten, von den Finanzmärkten international immer wieder auch sehr, sehr gut zu beobachten. Das heißt also ruhig mal auch ein Auge auf den Bund-Future-Märkten. Die normale Bewegung wäre, Aktien gehen hoch, Anleihen gehen runter, weil dann wäre nämlich wirkliche Umschichtung aus dem Anleihesektor rein in Aktien und das wäre eigentlich eine sehr, sehr gute Bewegung. Ansonsten merkt man jetzt, wenn alles so steigt, dann kann es doch schon mal sein, dass hier so ein bisschen so eine Pattsituation vorherrschen, dass vielleicht doch eine Korrektur kommt. Ich erwarte ja eher eine, habe ich euch gesagt. Ich denke, dass wir kein V sehen. Ich denke, dass wir eine W-förmige Formation sehen. Das heißt, die Konjunktur wird nochmal getroffen werden und wir werden hier auch nochmal schlechte Nachrichten bekommen, die dann vielleicht zu so Juli, August rein, also wenn das zweite Quartal dann eben auch wirklich beendet ist, Ende Juni und dann die Zahlen teilweise kommen, dann wird man in das Sommerloch hinein nochmal die ein oder anderen schlechten Nachrichten sehen. War übrigens auch am Freitag der Grund dafür, warum die amerikanischen Märkte doch nochmal ins Minus gedreht sind. Da wurde nämlich bekannt, dass in den USA die Covid-19-Fälle, also wirklich die Ausbruch der Krankheiten, gestiegen sind. Wir sehen ja hier das nichts mit Welle 2, sondern wir sind noch mitten in der Welle 1 drin. Das heißt, die Neuansteckungen, die Neuinfektionen steigen weiter an und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Und man weiß es eigentlich, man braucht da kein großes Brimborium drum machen. Einen zweiten Lockdown könnten wir uns gar nicht erlauben. Von daher sieht man auch so ein bisschen die Nervosität und könnte auch erklären, warum eben Bund und Gold gefragt sind. Jetzt aber zu Teil 3. Und dann eben, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell, genau, natürlich Wirecard, dreistellig die Finger verbrannt, lass es, sehr gut. Genau, gucken wir doch gleich mal auf Wirecard. Da haben wir nämlich ein paar interessante Fragen. Und eine der Hauptfragen war, hätte man als Privatanleger das im Vorfeld erahnen können, was hier passiert ist. Ich gehe jetzt mal auf den 10-Tage-Chart, dann sieht man das sehr schön. Wir haben hier noch gesehen, letzte Woche Mittwoch 108, jetzt bei 14 innerhalb von 3 Tagen. Also die Aktie wirklich eine Aktie der Superlativen, nicht nur im positiven, als auch im negativen Sinne. Nein, hätte man nicht. Die Profis haben es nämlich auch nicht gesehen. Also von daher, alle die, die jetzt hier wirklich
herbe Verluste vielleicht in den Depots haben oder eben auch mitnehmen mussten, weil sie eben ausgestoppt worden sind. Wer ausgestoppt ist, herzlichen Glückwunsch, der hat alles richtig gemacht, weil wenn man eben sieht, das ist nämlich auch ein schönes Beispiel dafür, warum man Stop setzen sollte. Man hätte sich vielleicht noch am 18.06. zum Börsenschluss geärgert, wenn man eben irgendwas um 50 Euro rausgestoppt worden wäre. Aber die Befürwortung dafür, beziehungsweise die Belohnung dafür, hätte man dann eben am Freitag, beziehungsweise heute am Montag gesehen. Und das ist also auch ein Zeichen dafür, dass die Aktien hier wirklich, dass da einiges in Argen liegt. Man muss im Vorfeld eins betrachten. Wir sehen ja hier nicht irgendwie ein Unternehmen, was irgendwie im Nebenwerteindex oder überhaupt kein Index drin ist, sondern im deutschen Aktienindex. Das heißt, es gehörte zumindest mal zu den 30 wichtigsten und größtkapitalisierten deutschen Unternehmen. Und davon kann man ausgehen, dass hier mindestens 100 Analysten eigentlich bei den Vorständen und in den Bilanzen rumkramen, bei den Vorständen, also nicht rumkramen, aber auf dem Schoß sitzen und von daher sozusagen wirklich das Ohr am Markt haben. Interessant auch dahingehend, weil ja vorher eigentlich zwei Prüfungsgesellschaften sich den Jahresabschluss von Wirecard angesehen haben. KPMG, die ja dann diese nebulösen Formulierungen drin hatten, das Unternehmen hätte nicht gut mitgearbeitet, man hätte nicht alle Belege eben rechtzeitig bekommen, etc. pp. Und da habe auch selbst ich gedacht, dass es eben eine Kommunikationsfrage ist. Das heißt, dass im Unternehmen vielleicht nicht wirklich alles so richtig rund lief mit der Zusammenarbeit mit dem Prüfer, ist nicht unüblich, hat man bei anderen Unternehmen nämlich damals, also seinerzeit auch schon gesehen. Das kommt bei so einer Prüfung und bei so vielen Datenmengen auch schon mal vor. Dann gab es aber die große Klatsche eben letzten Donnerstag von Ernst & Young, jetzt EY, die dann eben ganz klar gesagt haben, nein, wir stellen keinen Testat für 2019 aus. Wir sehen hier erhebliche ja, Mängel und haben die dann auch benannt. Als man sich das durchgelesen hat, hat man gedacht, man liest da einen Wirtschaftskrimi irgendwie und hält da wirklich ein Lehrstück sozusagen von, ja, Wirtschaftskriminalität und die Folgen sind ja auch nicht ausgeblieben, die Aktien wirklich extrem unter Druck gekommen sind. Und das Merkwürdige ist natürlich, es geht hier wirklich um 1,9 Milliarden Euro, die irgendwie da sind, nicht mehr da sind, niemals da waren oder vielleicht auch wiederkommen können, das weiß man alles nicht. Also auf jeden Fall sind sie erstmal weg, das ist ungefähr ein Drittel der Bilanzsumme von Wirecard oder Bilanzumsatz. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Schuh und demzufolge ist der Kursabschlag natürlich auch zu sehen. Vor allen Dingen, man, da muss jetzt mehrere Aspekte betrachten. Also wer jetzt hier wirklich rumzocken will und glaubt, dass die Aktien sich relativ schnell wieder erholen können, muss bedenken, Nummer eins, kein großer institutioneller Investor fasst diese Aktie erstmal wieder an, solange nicht wirklich alle Karten auf dem Tisch sind. Das ist ein Negativ-Argument dafür. Es ist natürlich auf der anderen Seite interessant, dass der CEO Dr. Braun eben jetzt abgetreten ist und jetzt der ehemalige CFO seinen Posten angetreten hat. Das ist vielleicht nochmal ein Stück weit auch interessant, weil man jetzt dann davon ausgehen kann, neue Besen kehren gut. Das muss sich aber erstmal zeigen. Vielleicht erstmal auch ein Pro-Argument dafür. Ein weiteres Negativ-Argument ist natürlich ganz klar, die Kommunikation wird sich nicht bessern. Das heißt, selbst wenn man jetzt hier doch vielleicht Fehler erkennt, dass es ein Betrugsfall war, wie auch immer, da muss man sich natürlich die Fragen gefallen lassen, was hat das Unternehmen die Jahre zuvor eigentlich gemacht, was für eine Compliance-Abteilung, wie haben die gearbeitet, also ich glaube, da müssen noch wesentlich mehr Köpfe rollen insgesamt bei dem ganzen Unternehmen, man darf nicht vergessen, hier sind wirklich Milliarden verbrannt worden, hier haben sehr, sehr viele, nicht nur Kleinanleger, auch große institutionelle Investoren und Kapitalsammelstellen richtig, richtig viel Geld verloren, Wirecard war in vielen ja, Indexfonds zum Beispiel drin, mussten sie ja auch in den Index-Trackers entsprechend. Und das kostet richtig Geld. Also von daher ist man so oder so, teilweise direkt, teilweise indirekt. Wenn man eben einen DAX-ETF zum Beispiel hat, ist man davon indirekt getroffen worden. Aber das zeigt eben auch, und das ist vielleicht nochmal der kleine Lerneffekt daraus, nicht alles in einen Korb oder nicht alles auf eine Aktie setzen, wirklich breit streuen. Eine wirklich breite Risikostreuung vornehmen, dass man eben so ein Desaster, weil das kann theoretisch bei allen möglichen Unternehmen passieren. Ich sage jetzt nicht beim DAX-Unternehmen, das ist schon wirklich eine herbe Ohrfeige, die die Aktionäre da bekommen haben, aber es kann halt immer wieder passieren, dass natürlich ja, Ungereimtheiten aufgedeckt werden. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch damals, Platzen der Dotcom-Blase 2001, gab es auch einige Unternehmen, Tyco International, WorldCom, Enron und so weiter und so fort. Große Unternehmen, die damals auch teilweise in den Indizes drin waren, ich glaube, die haben S&P 500, die genau, also auch Bilanzmanipulationen vorgenommen haben und eben auch hart abgewatscht worden sind. Interessant ist aber, dass WorldCom und Enron sind pleite gegangen, aber Tyco International, die konnten sich danach wieder erholen. Ich bin gespannt, wie es bei Wirecom weitergeht. Auch immer wieder die Frage, können Privataktionäre
klagen oder nicht klagen? Ja, da müssen wir natürlich einen Anwalt in erster Linie konsultieren. Ich bin ja kein Anwalt, aber ich würde sagen, man muss erstmal die Nachrichtenlage jetzt abwarten. Man muss jetzt erstmal schauen, was da wirklich passiert ist. Und es muss wesentlich mehr Klarheit reinkommen. Das wird auch sicherlich abverlangt werden. Hier kann man sich nicht also einfach wegducken und sagen, ja, okay, ist jetzt passiert, da kommen keine Nachrichten raus. Man muss jetzt wirklich einfach erstmal, zumindest wenn man Verluste erlitten hat, dann sollte man die vielleicht, also ja, muss man natürlich, dann sollte man die eventuell realisieren oder muss dann eben in den sauren Apfel beißen. Man liegt ja jetzt schon hinten, jetzt ausharren und hoffen, dass alles besser wird, ist sicherlich kein guter Ratgeber insgesamt, wie gesagt, aber auf jeden Fall einen Anwalt konsultieren. Falls man hier wirklich größere Verluste dann eben erlitten hat und auf jeden Fall abwarten. Jetzt hier ein Aktionismusverfahren und irgendwelche Klagen einreichen, das macht wenig Sinn, weil man teilweise jetzt noch gar nicht sagen kann, wo kann man da den Hebel ansetzen, wen kann man dann überhaupt verklagen und vor allen Dingen, worauf will man denjenigen denn verklagen, weil Kursverluste genereller Natur oder Kursgewinne oder entgangene Kursgewinne kann man an der Börse nicht einklagen, das geht nicht. Also von daher, wenn hier aber doch eine Straftat vorliegt und die eben auch nachweisbar ist, dann sind sicherlich einige rechtliche Möglichkeiten offen. Also von daher prüfenswert auf jeden Fall. Es gibt ja auch Schutzvereinigungen der Kleinaktionäre und andere Schutzvereinigungen, die dahingehend schon jetzt einiges parat haben, Sammelklagen eben vorbereiten. Also hier kann man sich vielleicht schon mal informieren. Und das heißt also auch in diesem Fall, man muss halt leider so doof und so blöd, wie es sich jetzt vielleicht anhört, ist es halt so, dass an der Börse gibt es nicht nur Gewinne, die Börsen gehen nicht immer nur hoch, sondern die können eben auch nochmal so dramatisch fallen und Einzelwerte eben auch. Es ist niemand ist davor gefeit, wirklich ja, vor Verlusten eben verschont zu bleiben. Und auch solche Situationen sind sicherlich ja, an einer Hand abzählbar, zumindest von den letzten 20 Jahren. Und bei einigen chinesischen Unternehmen kommt sowas öfters vor, aber bei deutschen Unternehmen, denke ich mal, kann man hier wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr seltener Fall, zumal eben auch in dieser Qualität, also dass es ein DAX-Unternehmen trifft. Und jetzt auch nochmal zu der Berichterstattung, wenn man eben Financial Times hat ja schon Jahre zuvor immer wieder auch angeprangert, dass bei Wirecard einiges nicht im Argen oder einiges im Argen liegen nicht ganz koscher ist. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, es ging immer um, also dezidiert um diesen Fall ja nicht. Man hat zwar gesagt, dass hier Luftbuchungen getätigt worden sind, da hat man wieder Dubai angeführt und eben andere Örtlichkeiten und hat eigentlich gar nicht so auf diesen Fall hingewiesen. Jetzt ist halt die Frage, haben die Redakteure hier einfach journalistischen Stil und Mittel genommen, um sozusagen den Fall insgesamt anzuprangern und nur exemplarisch was vorzustellen oder vorzunehmen? Oder hat man eigentlich auch nur ein bisschen im Nebel gestochert, wusste, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, aber hat da eigentlich diese Causa insgesamt auch gar nicht so auf dem Plan gehabt? Auch das wird interessant sein. Vielleicht legt die Financial Times ja hier auch nochmal nach und wird nochmal darlegen, ob Sie das dann in dieser Form oder vielleicht können Sie auch mehr belegen, was da eben wirklich passiert ist. Also auf jeden Fall, wie gesagt, bei Wirecard, ich denke, das ist hochspekulativ. Es kann wirklich noch weiter nach unten gehen. Es kann einstellig werden, das heißt unter 10 Euro. Aber was natürlich auch möglich ist, nicht, dass alle nachher sagen, der Lipko hat da gesagt, die wären einstellig. Es kann natürlich auch eine sogenannte ja, Dead Cat Bounce, das heißt, wenn also eine Aktie so stark abstürzt, dass die dann eben nochmal nach oben springt, dass die dann durchaus nochmal sich vielleicht sogar verdoppelt. Das kann schon mal passieren, weil hier dann Short-Eindeckungen eben vorgenommen werden. Aber alles hochspekulativ, niemand weiß es ganz genau und von daher auf jeden Fall hochspekulativ. Wer die Aktien jetzt im Depot hat, auf keinen Fall nachkaufen. Das hat sich eigentlich noch nie wirklich als richtig und gut dargestellt, weil eben, wenn hier wirklich nochmal Schlimmeres kommt, dann kann man eben hier nochmal größere Verluste erleiden. Das heißt also, man sollte, das ist auch ein alter Börsenspruch, man sollte niemals schlechtem Geld guten hinterherwerfen. Und von daher, da denke ich mal, sind das vielleicht so ein paar, so eine Leitplanke, wo man sich so ein bisschen drin aufhalten kann für den einen oder anderen Zuschauer und dass man hier schon mal so ein bisschen auch eine Indikation hat, wo es hingehen kann. Insgesamt der Fall auf jeden Fall wird nochmal spannend bleiben und sein und wir werden sicherlich nochmal in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen darüber einiges hören. Ja, gehen wir mal weiter und schauen. Ich schaue mal schnell, was ihr hier für Fragen schon reingestellt habt. Ein paar hatte ich mir schon AXA, gehe ich nachher drauf ein. Genau, Allianz hatte ich mir auch rausgeschrieben, die werde ich nachher auch nochmal anschauen. Facebook können wir auch gerne noch mal reingehen. Genau, Coty, die habe ich auch mit. Die werde ich dann auch noch mal. Genau, na gut, gehe ich jetzt meine Liste durch. Wir hatten eine Frage aus der letzten Sendung von Nvidia zu Nvidia. Nvidia für mich eigentlich ein tolles Unternehmen. Ich denke auch, dass hier, wenn man sich den Aktienchart ansieht, man auch schnell erkennen kann,
dass da keine, also dass das eben wirklich ein qualitativ hochwertiges Unternehmen ist, gut geführt, tolle Produkte. Könnte auch nochmal einen Boost bekommen, eben durch die neue Spielegeneration, die jetzt kommt. Ich habe mich am Wochenende von meinem Sohn aufklären lassen. Und zwar kommt ja bald die PS5, tolle PlayStation sozusagen. Und das Wichtige an diesen PlayStation, an den neuen Generationen ist, wenn die nämlich dann sozusagen, wenn die kommen, dann können auch die PC- und Spieleentwickler den nächsten Boost in der Entwicklung von den Spielen einleiten. Das heißt, Nvidia könnte dann durch die Grafikkarten auch nochmal einen neuen Boost bekommen, weil dann neue Grafikkarten, bessere Generationen abgefragt werden. Das heißt, wir hatten auch in der letzten Sendung schon mal drüber gesprochen, ihr AMD und Intel. Auch da kommt neue Chip-Generation, die dann auch wieder neue Spiele besser unterstützen. Das heißt, Nvidia kann noch mal einen kleinen Boost insgesamt bekommen, Nachfrage eben steigern durch die neue PS5, weil dann nämlich auch diese neuen Spiele, die verbesserten Spiele für die Konsolen auch später bei den PCs sozusagen vermarktet werden und dann eben auch noch mal bessere Grafikkarten verlangt werden. Aber natürlich ganz groß, das ist auch schon größtenteils mit eingepreist. Das heißt, ich erzähle euch hier keine Geheimnisse, sondern das ist eben wirklich auch teilweise in den Kursen schon drin. Und wir gucken uns hier auch nochmal, es ist nämlich gerade hier ein Euro-Kurs, da müssen wir mal kurz in die USA schauen. Nasdaq, da haben wir es. $375, das ist schon mal eine Ansage. Die Aktien sind nicht billig. Ja, also wenn man sich das KGV insgesamt ansieht, das ist schon sehr, sehr hoch. Also von daher, sehr viel Euphorie drin. Ich denke, Nvidia ist für mich so ein klassisches Investment. Wenn man drin ist, drinbleiben. Wenn man noch nicht drin ist, dann vielleicht einen Kursrücksetzer abwarten und dann kaufen. Ansonsten immer auf der Watchlist behalten. Wenn es so eine Rücksetzer wie hier im März gibt auf 200, dann ist dieses Unternehmen, wenn es nicht wirklich ein unternehmensspezifisches Thema ist, auf jeden Fall ein Kaufwert. Das kann man gar nicht anders sagen. Das Unternehmen ist spannend, das ist toll aufgestellt, gut positioniert. Damals waren auch schon wirklich die Worte, die eben vom CEO kamen, Die sind einfach in dieser ganzen Gemengelage viel zu pessimistisch aufgefasst worden. Also von daher, insgesamt das Unternehmen wird über die nächsten Jahre seinen Weg gehen. Tolle Technologie, man muss natürlich auch mal gucken, wie die Konkurrenz insgesamt ist. Aber zumindest jetzt erstmal Nvidia an sich gut positioniert, gut aufgestellt. Wenn man die Aktien hat, halten. Wenn man sie nicht hat, auf Kursrücksetzer warten. Das wäre zumindest erstmal eine Idee. Und wie gesagt, auch hier ganz wichtig, mit Stop-Loss arbeiten. Dann Adobe, auch eine Frage aus der letzten Sendung. Adobe auch alles richtig gemacht, hat ja sehr, sehr früh auf Abo-Service umgestellt. Adobe Cloud, sehr bekannt bei vielen Anwendern und man sieht auch, die Belohnung blieb nicht aus. Ich muss mal wieder die Heimatbörse einstellen, Nasdaq, da sieht man das besser, weil im US-Dollar erkennt man hier die Kurssteigerung besser. Das lässt auch keine Fragen offen. Das hat ein Produkt, das ist eine Killer-Applikation, ein gutes Produkt, das benutzt jeder, ist sehr verbreitet, hat eine super Marktpositionierung, verdient gutes Geld, ist gut im Cloud-Computing aufgestellt. Also was will man eigentlich noch sagen, diversifiziert, auch gut gestiegen jetzt. Ich denke, es könnte noch weitergehen, wenn die US-Börsen hier auf weiterlaufen, weil man einfach breiter aufgestellt ist als zum Beispiel Nvidia. Man hat hier wesentlich größere Bereiche, Technologiebereiche abgedeckt, auch gerade jetzt mit dem mobilen Arbeiten und so weiter, da sind Homeoffice-Tätigkeiten, da sind solche Applikationen einfach gefragt. Wir haben ja auch noch ein anderes Unternehmen, CANCOM, ein deutsches Unternehmen, was auch davon profitiert. Also von daher Adobe als Softwarehersteller auf jeden Fall super interessant, könnte vielleicht nochmal die eine oder andere Korrektur hinlegen, aber man sieht auch hier, jede Korrektur, die eigentlich in den letzten Jahren erfolgt ist, war immer eine gute Kaufgelegenheit und von daher vielleicht nicht den Kursen hinterherjagen, ich würde hier ähnlich vorgehen wie Nvidia, kommen die zurück, dann kann man sich vielleicht die erste Position reinlegen, hat man sie laufen lassen, Stop-Loss absichern und einfach beruhigt auf die Seite legen. Dann kommen wir, genau, ich würde vorschlagen, gehen wir gleich noch auf CANCOM ein, das ist nämlich auch ein deutsches Unternehmen, ähnlicher Profiteur, ganz interessant, das Unternehmen vertreibt nämlich, ist eigentlich ein PC-Distributeur. Und da sieht man, ich gehe mal an die Heimatbörse Xetra. Wir haben mal TradeGate hier eingestellt als im Vor. Da sieht man auch, das Unternehmen, gute Unternehmen laufen einfach. Die werden halt bei jeder Korrektur, die kommt, geht danach die Post wieder ab und ähnlich ist es hier auch. Gut geführtes Unternehmen eben aus Bayern. Hauptsitz in München, glaube ich, hat natürlich davon profitiert, eben, dass der ganze starke Drang zu mobilen Arbeiten, Homeoffice-Tätigkeiten, da mussten eben neue Software-Lizenzen, neue Computer angeschafft werden und das Cloud-Computing auch gewachsen, also auch hier wichtige Bereiche, das heißt, man ist sowohl in der Software
als auch im Hardware-Bereich, als auch sozusagen im weiteren Service-Sektor tätig. Für mich sind das auch, das hat man auch gesehen in den letzten Jahren, einfach ganz klar die Profiteure. Alles, was mit Service zu tun hat, alles, was mit Dienstleistungen im IT-Bereich zu tun hat, also nicht, wo man wirklich Hardware produziert, sondern Hardware vertreibt, Dienstleistungen anbietet, das sind die Branchen, die auch zukünftig profitieren werden. Deswegen so eine Anbieter wie Zoom, TeamViewer, Service Corp und so weiter und so weiter, die also alle zum Beispiel mit Videokonferenzsysteme zu tun haben. Und Microsoft hat damit indirekt auch zu tun. Das sind alles Unternehmen, die werden auch in Zukunft ganz, ganz klar weiter davon profitieren, werden damit Gewinne machen und dahingehend auch solche Unternehmen, die dafür sozusagen die ganze Hardware und die Software zur Verfügung stellen. Die Leute kaufen die dann eben und dann Leute nicht, die Unternehmen hauptsächlich kaufen die dann eben bei solchen Vertriebsunternehmen. Also von daher denke ich mal, ist das Unternehmen wirklich gut aufgestellt und wird auch seinen Weg laufen. Ich denke aber nicht mehr in dieser Performance, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, sondern ein bisschen gemächlicher, aber auf jeden Fall eine gute Marktpositionierung. Das hat es auch gezeigt. Wir sehen hier ein ordentliches Wachstum. Umsatz plus 27,3% und Cloud Computing wächst auch um 35%. Das sind alles Zahlen, die sind wunderbar. Da kann man gar nichts weiter zu sagen. Kommen wir, ich schaue nochmal schnell rein, was wir hier. Genau, Wirecard ist jetzt eine pure Zockeraktie, schreibt hier 03 Supporter. Vollkommen richtig, sehe ich auch erstmal so. Cannabis-Sektor gehen wir auch nochmal ganz kurz gleich drauf ein. Genau, ich schau mal, schau mal, schau mal. Wirecard haben wir, PlayStation. Ja, genau, hier PlayStation und Xbox steckt AMD, genau so sieht es aus. Deswegen sieht man auch die gute Entwicklung von AMD. Das sind also alles ähnlich als also nochmal Entwicklungen, die eigentlich genau zeigen, wo sozusagen die ganze Fahrt hingeht. So, dann haben wir nochmal die Aktien Booking.com, auch aus der einer Anfrage von einem Zuschauer. Und da muss ich sagen, ich bin ja ein bisschen skeptisch, weil wir auch eine Frage hier zu TUI nochmal drin haben und Lufthansa. Lufthansa gehen wir auch gleich drauf ein. Booking ist für mich ähnlich wie eben gerade so ein bisschen wie Cancom. Das heißt, es ist ja ein Dienstleister. Man kann sozusagen über Booking seine Reisen oder seine Ausflugsziele, wie auch immer, buchen und hat da eben die Möglichkeit, über dieses Portal sozusagen die Angebote wahrzunehmen. Reiseveranstalter haben schwieriger, die haben wirklich Reisen eingekauft, also heißt dann Hotelkontingente, Flüge, also die organisieren das Ganze wie eine TUI und verkaufen das dann an den Endkunden weiter. Nun werden wir dieses Jahr zumindest erstmal ein Wechselverhalten bei den Reisetätigkeiten sehen. Und zwar werden die Leute, das habe ich auch schon seit 3, 4 Wochen oder sowas, predigen wir das hier, oder Philipp? Genau, selbst Philipp wird dieses Jahr einen Campingurlaub machen. Oder? Nee, doch nicht. Balkon. Am Balkon. Ja, siehst du noch besser. Genau, also die Leute werden also sozusagen tendenziell eher mit ihrem eigenen Auto zum Beispiel an die Ostsee, an die Nordsee, in den Schwarzwald, ins Erzgebirge, wo auch immer hinfahren. Das heißt, man ist eigentlich eher in Deutschland unterwegs. Man wird also nicht mehr die Fernziele suchen. Warum nicht? Weil man eben Angst hat, sollte es zum weiteren Lockdown kommen, sitzen die Leute eben im Ausland fest. Das will keiner. Das heißt, man bleibt in Deutschland. Und das Zweite, das ist einfach unsicher. Niemand weiß, kommt eine zweite Welle, kommt sie nicht. Man will aber trotzdem einen Urlaub machen. Das heißt, zack, rein ins Auto, Anhänger hinten ran oder Zelt eingepackt und dann fährt man eben irgendwo hin oder sucht sich über Airbnb, das glaube ich nämlich auch, deswegen auch zu Booking.com, sich halt irgendwelche Unterkünfte, wird da eben seinen Urlaub machen, vielleicht zu Verwandten, Bekannten fahren oder so und wird dann eben Dienstleistungen buchen. Man wird also selber dann eben sich die Sachen zusammenbuchen, selber Hotelkontingente buchen und deswegen denke ich, dass solche Dienstleister wie eben Booking.com davon stärker profitieren könnten, als eben wirklich die reinen Reiseveranstalter, wie zum Beispiel eine TUI, die wir uns dem Zug auch ankommen. Deswegen Booking Holdings könnte ich mir vorstellen, könnte ein kleiner Profiteur werden, wenn die noch schnell genug auch so auf Individualbehausung umsteigen und das mit aufnehmen, was ihr auch gehört habt, das passieren könnte, dann auf jeden Fall interessant. TUI, dahingehend, was ich gerade gesagt habe, für mich eher dieses Jahr No-Go. Also ich sehe da kaum wirklich größere Überraschung. Wir haben jetzt hier die Erleichterungsrallye gesehen bis über 6 Euro. Die war aber auch an zu antizipieren. Die haben eben die Kredite bekommen, sind jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Aber die werden eben 2020 wirklich abschreiben können. Dabei gar nichts anderes übrig. Oh, buchst du eine Reise bei TUI? Nee. Ich bleibe ja auf dem Balkon. Du, ja, fürs nächste Jahr. Da fahre ich ja nie was. Ach so, genau. Also, Philipp fährt an die Ostsee und Wohne an der Ostsee. wohnt sogar an der Ostsee, genau. Und von daher, nur, also natürlich nicht repräsentativ, aber man merkt schon, wie da so ein bisschen die Stimmung generell ist. Ich glaube, dieses Jahr ist wie gesagt gelaufen. Nächstes Jahr könnte schwieriger werden. Muss ich zeigen, vielleicht läuft bei denen das letzte vierte Quartal, aber ich würde in diese Aktie momentan wirklich eher vorsichtig agieren. Ich würde hier noch nicht reinstürmen, vielleicht nochmal wirklich 2, 3 Monate abwarten, gucken, wie sich die Geschäftslage stabilisiert. Und dann kann man vielleicht nochmal sehen, je nachdem, wie dann die Gemengelage ist, ob das Unternehmen interessant ist oder nicht. Also bisher denke ich für mich,
wirklich hochspekulativ, ist zu volatil. Ich sehe da keinen positiven Aspekt momentan. Das ist für mich fantasielos derzeit. Also von daher gehen wir zu Lufthansa und da wird es diese Woche interessant. Am Donnerstag lässt nämlich der Bulle das Wasser oder der Bär röhrt da mal richtig rum bei der deutschen Lufthansa. Da hat sich nämlich die KB Holding eingekauft. Das ist die Beteiligungsgesellschaft von Herrn Thiel, bekannt von Knorrbremsen, unter anderem ein Milliardär aus Deutschland. Der möchte nämlich sozusagen nicht die Pläne von der deutschen Bundesregierung wahrscheinlich unterstützen und hat hier vor, andere Restrukturierungspläne vorzunehmen bei der deutschen Lufthansa. Ich gehe auch mal wieder auf Xetra. Also von daher wird es dann spannend. Vor allen Dingen dann auch spannend, jetzt ist ja geplant, dass man einen Kapitalschnitt vornimmt, dass man dann nochmal eine Kapitalerhöhung zum Nominalwert 2,54 vornimmt, die ausschließlich Bundesrepublik Deutschland zeichnen kann. Damit möchte die Bundesrepublik dann sozusagen in das Unternehmen rein, wird dann Großaktionär. Und das sind alles Pläne, die gefallen einigen Aktionären nicht, weil man eben sehr, sehr stark oder verwässert wird. Man verliert Anteile an dem Unternehmen. Und das ist dann auf jeden Fall erstmal so gesehen nachteilig. Wenn jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Alternativplan könnte kommen? Also was plant Herr Thiel da? Was könnte sozusagen alternativ dann stehen? Sollte man es vielleicht ähnlich machen wie, und jetzt kommen wir auch zu einer weiteren Zuschauerfrage, Norwegian Air Shuttle. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Die haben einfach Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt und haben damit sozusagen eine Art Schuldenschnitt vorgenommen und sich dann rekapitalisiert. Interessant ist, wer das dann mitgemacht hat, der konnte da sehr, sehr gute Gewinne einfahren. Aber wie man sieht, sind die auch wieder stark zurückgekommen. Warum? Weil man sozusagen hier einfach immer neue Aktien rausgegeben hat. Man hat also Fremdkapital, also das, was Schulden, die das Unternehmen hatte, hat man in Aktien umgewandelt zu einer Krone. Die wurden dann eben an die Gläubiger ausgezahlt. Die Gläubiger konnten die an der Börse verkaufen. Jetzt hat man wieder eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Das heißt, das Unternehmen hat in dieser Zeit mehr Aktien rausgegeben. Das sieht man momentan nicht, weil die sich eigentlich relativ stabil halten können. Natürlich sind die ja volatil gewesen Anfang Juni, aber jetzt so in den letzten Tagen trotzdem. Und man darf halt auch nicht vergessen, es sind immer wieder neue Aktien in den Markt gekommen. Das heißt, das Unternehmen hat sozusagen eine extreme Verwässerung vorgenommen. Wer also im Mai, April noch 100 Aktien hatte von dem Unternehmen, der hatte halt Ende Juni Anteil rechnerisch, wenn er nicht die Kapitalerhöhung mitgenommen hat, nur noch 5. Das heißt, man hat hier einen Faktor 20, 19 bis 20 drin gehabt und da sieht man schon, was eben auch möglich ist. Das funktioniert aber nur, wenn eben die Marktphase, die Marktsituation wirklich insgesamt so ist, dass die Aktionäre bereit sind, einfach in dem Unternehmen kontinuierlich zu kaufen. Das heißt eigentlich nichts anderes. Man druckt, ja, wie es teilweise dann eben zumindest teilweise gesagt wird, dass auch die Notenbanken machen sollen, was sie aber in der Form nicht machen. Das heißt, Geld gibt das in den Markt raus. In diesem Fall wäre es dann Aktien, verkauft die Aktien und finanziert dann sozusagen das Unternehmen immer wieder durch die zum Eigenkapital, zum Nennwert rausgegebenen Aktien und kann damit dann zumindest erstmal die Bilanz besser aufpolieren, kommt raus aus den Schulden. Das hat zumindest bei Norwegian eher funktioniert. Das könnte vielleicht auch ein Alternativweg bei der deutschen Lufthansa sein. Das heißt, dass man hier ähnlichen Weg macht, dass man hier also einfach neue Aktien rausgibt, Fremdkapital eben umwandelt in Aktien und dadurch dann sozusagen wieder liquide wird. Aber es wird sich alles am Donnerstag zeigen. Das heißt also hier auch nochmal Obacht, wirklich gucken. Am Donnerstag kann hier einiges passieren für, sollte der Kapitalschnitt kommen, sollte es dann eben trotzdem, also das, was jetzt geplant ist, sollte dieser Weg gewählt werden, dann kann es für die einen oder anderen Aktionäre nochmal ein bisschen schmerzhafter werden, weil man nämlich im Endeffekt dann auch den gleichen Weg hat. Das heißt, man verliert hier Anteile an dem Unternehmen, aber man hat halt nicht diese krasse, also man hat nicht die neue Aktien, die Herausgabe der neuen Aktien, die sofort auf den Markt kommen, sondern diese neuen Aktien wandern dann sozusagen bei der deutschen Bundesregierung ins Depot und die sind dann mehr halt oder sind dann auch Aktionär mit 25%, glaube ich, plus einer goldenen Aktie und haben dann da eben sozusagen Mitspracherecht bei der Gesellschaft. Also von daher, das sind so ein bisschen diese beiden Wege, die beiden unterschiedlichen Wege, die bei Norwegian Air jetzt eingeschlagen worden sind. Also hier sind wesentlich mehr Aktien jetzt im Umlauf. Also es wird auch wesentlich schwieriger werden, dass der Aktienkurs wieder in Richtung Kurs Norden hier 40 Cent oder 50 Cent steigen könnte, weil eben dafür sehr, sehr viel
Kaufkraft benötigt wird, also Buying Power. Und bei der deutschen Lufthansa ist es eben momentan so, dass man hier Kapitalschnitt macht, dass man dann die neuen Aktien, die kommen, die sozusagen nur ein Aktionär bekommen wird und dass alle anderen dann eben mit diesem Kapitalschnitt leben müssen. Das ist also ein bisschen dieser Unterschied. Also von daher hier auch nochmal gucken, vor allen Dingen auf die Termine achten, wann eben diese Kapitalmaßnahmen denn vollzogen werden. So, Wirecard hatten wir schon mal, genau, hatten wir gerade besprochen, Lufthansa. Dann noch eine Frage zu Siemens Gamesa, auch sehr interessantes Unternehmen. Dies ist nämlich ein Zusammenschluss von der spanischen Gamesa und der Gamesa Windkraftanlagenbereich der deutschen Siemens. Die sind 2017, glaube ich, zusammengegangen. Und genau, und haben seitdem ja eher so ein bisschen durchmischtere Phasen durchlebt. Das sieht man auch bei Vestas Wind System und bei Nordex ähnlich. Da sieht man momentan so ein bisschen so verhaltenes Kursperformance. Das hat damit zu tun, weil zum Beispiel in Deutschland wichtige Abnehmer für Windkraftanlagen hier auch unheimlich viele Klagen eben anhängig waren. Viele Menschen wollten verständlicherweise keine Windräder in direkter Umgebung haben. Da gab es also viele Klagen. Dann war auch nicht ganz klar, wo geht jetzt die Strompolitik oder die Energiepolitik in Deutschland eigentlich hin, wie wird sich das entwickeln. Also von daher immer so ein bisschen auch ein Hemmschuh gewesen. Jetzt ist eher Klarheit da. Siemens Gamesa hat auch einen neuen Chef jetzt, einen neuen Vorstandschef bald. Der ehemalige Manager, Geschäftsführer für eben den Offshore-Anlagenbereich. Und ist eben auch ganz interessant, Siemens Gamesa ist eben auch international die führende Gesellschaft im Offshore-Anlagenbereich und das soll auch stärker gefördert werden in Deutschland. Also ich denke, könnte eine interessante Aktie sein für den oder für die Anleger, die sich mit regenerativer Energiegewinnung eben auseinandersetzen, die vielleicht ein paar Unternehmen ins Depot nehmen wollen. Die sollten auf jeden Fall nochmal auch ein Auge auf Siemens Gamesa werfen. Ich denke, das könnte ganz interessant sein, aber hier auch wieder beachten, Mehrjahressicht, wirklich nicht jetzt auf den schnellen Euro aus sein, sondern wirklich eher perspektivisch langfristig denken und auch nicht alles auf ein Pferd setzen. Also jetzt nicht hier 100% in Siemens Gamesa, sondern wirklich nur ein Depotanteil 3 bis 5% maximal. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Größe und wirklich auch breit streuen. Dann kann man da durchaus, denke ich mal, in den nächsten Jahren noch seine Freude an dem Unternehmen haben. Also auf jeden Fall ist die Ausgangslage ganz gut und ich denke, das könnte nochmal ganz spannend sein. So, dann nehme ich jetzt hier ein paar aktuelle rein. Wir haben eine Frage zur Allianz. Hättest du sonst Lust, einen ganz kurzen Exkurs zu machen und dem 17-jährigen Max zu erklären, was Live-Trading ist? Ja, weiß sofort. Können wir die Allianz, genau. Nehmen wir doch mal die Allianz als Beispiel. Also wir gucken uns die jetzt mal an und sehen, das ja, ist eben ein Versicherungsunternehmen. Lebt eigentlich auch größtenteils davon, dass man in den letzten Jahren sehr viel Reserven, stille Reserven aufgebaut hat, zum Beispiel durch Aktienpositionen, durch Beteiligung, die man eingegangen ist. Das ist also dieses klassische Geschäft. Man hat einen sehr, sehr hohen Cashflow-Anteil durch die Lebensversicherung, durch die Prämien, die Versicherungsprämien, die das Unternehmen einnimmt. Die werden reinvestiert und davon leben dann eben auch die Versicherungsgesellschaften, weil die davon Provisionen nehmen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Vermittlung eben. Und dadurch haben die halt sozusagen über Jahre dann halt ihre Kapitalreserven eben angehäuft. Das Problem momentan ist nur, dass man jetzt natürlich eine Situation vorfindet, die, ja, wir haben eben fallende Aktienmärkte gehabt. Wir haben eben einen sehr, sehr überhitzten Immobilienmarkt. Das heißt, also man hat hier sehr, sehr viele Gefahren von möglichen Korrekturen. Und wenn die dann eben kommen sollten, dann kann natürlich auch das ins Eingemachte bei den Unternehmen gehen. Das heißt, die Leute gucken natürlich jetzt auch und sagen vielleicht auch, oh Mensch, die eine oder andere Versicherung will ich jetzt erstmal nicht mehr haben. Konjunkturell sieht es nicht so gut aus. Und das kann auch nochmal dazu führen, dass eventuell die eine oder andere Versicherung vielleicht gekündigt wird. Und das sind so ein bisschen eine Entwicklung, die muss man halt beobachten. Insgesamt kann man aber sagen, dass der Drang von Menschen hin zu Versicherungen, eben zum Absichern des Lebens, zur Absicherung von Gütern und ja, generell Hausrat zum Beispiel, ein sehr, sehr hoch ist. Autoversicherungen laufen gut. Und von daher ist es halt, das Grundgeschäft läuft schon, aber eben auch mit dem leicht zyklischen Charakter. So, und wenn ich jetzt also sage, ich möchte diese Aktie eventuell kaufen oder handeln, dann habe ich eben die Möglichkeit, die direkt über die Börse zu handeln. Das heißt, ich gehe dann in die Ordermaske rein, suche mir einen Börsenplatz aus, sage zum Beispiel, ich nehme jetzt Xetra oder ich lege die Order nach Frankfurt, wenn es eben eine deutsche Aktie ist oder wenn ich jetzt eben zum Beispiel wie eine Nvidia vorhin sage, nee, ich möchte die an der Nasdaq, an der Heimatbörse in den USA handeln, dann suche ich mir also in dieser Ordermaske
meinen Platz Nasdaq aus, gebe meine Order auf, muss natürlich daran denken, in Amerika US-Dollar, muss ich umrechnen in Euro und kann die dann abschicken. Wenn ich jetzt aber sage, nee, ich möchte die bei Handelspartnern handeln, die außerbörslich, also nicht als Börse in dem herkömmlichen Sinne agieren, sondern eben als Handelsteilnehmer von der Comdirect, dann kann ich das in dem sogenannten Live-Trading machen. Das heißt, ich gebe dann die Aktie ein und kriege dann eine Auswahl von eben Handelsteilnehmern, die direkt im Direkt, also im Live-Handel sozusagen, das mit dem Kunden jetzt, also mit dem Max zum Beispiel von der Comdirect, direkt dann handeln würden. Da stehen dann die verschiedenen Kurse, eben wie man diese Aktien momentan käuflich erwerben kann, wenn man sie kaufen will oder eben wenn man sie verkaufen will, die sogenannten Geldkurse, also so wie die Kontrahenten die sozusagen ankaufen wollen. Und dann kann man die vergleichen und hat die Möglichkeit sozusagen das Geschäft direkt im Live-Trading mit dem Kontrahenten abzuwickeln. Das ist Lang und Schwarz, Bader, Tradegate zum Beispiel. Und einige manchmal auch Emittenten, ich glaube die Commerzbank auch, ne? Manche Aktien werden auch direkt noch von denen Mittlerweile nicht mehr. nicht mehr. Also wir haben da so ein paar, genau, ein paar Handelspartner sind teilweise da, die stellen dann für einige Aktienkurse, aber ansonsten sind es eben die großen, also die Lang und Schwarz, Tradegate und Bader, die mir jetzt einfallen, die auf, und Quotrix auf jeden Fall, also die vier Teilnehmer, die auf jeden Fall direkt im Live-Trading eigentlich so bei den Standardaktien auch immer dabei sind. Und ansonsten gibt es natürlich, wenn ich zum Beispiel Zertifikate kaufen will von dem Emittenten, habe ich dann die Möglichkeit, nicht über die Börse zu kaufen, sondern direkt bei den Emittenten im Live-Trading das Zertifikat, den Optionsschein eben direkt zu handeln. Der Vorteil dabei ist, man spart eben die Ordergebühren oder die Börsengebühren und hat halt den direkten Handel. Und ja, das ist eigentlich im Endeffekt ganz grob erklärt, wie das Live-Trading funktioniert und stellt eben eine zusätzliche Möglichkeit dar, einfach zu handeln. Man darf aber auch nicht vergessen, dass manchmal eben auch das Live-Trading nicht funktioniert. Dann ist eben die Möglichkeit, trotzdem die Order über die Börse aufzugeben, weil jetzt nicht bei den Derivaten, sondern bei den Aktien da eben auch der wirkliche Markt ist. Das heißt, man kann auf Xetra dann eben, selbst wenn die Kontrahenten im Live-Trading jetzt gerade, warum auch immer, Serverstörungen haben oder sowas, kann man immer noch über den Börsenplatz Xetra gehen oder über die Frankfurt und kann da dann eben die Aktien direkt handeln. Es gibt ja in Deutschland ganz, ganz viele Aktienplätze, Regionalbörsen, zum Beispiel Stuttgart oder eben auch Berlin und ja, die eben auch die Möglichkeit geben, dass man da handeln kann. Aber eben Live-Trading bezieht sich wirklich auf die Handelspartner, die wir eben da angeschlossen haben. Ich hoffe, ich konnte dem Max ein bisschen helfen. Es war verständlich. Ansonsten gerne nochmal nachfragen. So, dann gucke ich mal weiter. Genau, Siemens hatten wir. Hugo Boss war auch noch eine Frage, genau. Aus der letzten, ich mische das einfach mal so ein bisschen durch. Philipp ruft dann einfach zwischendurch rein, wenn irgendeine, ich glaube Airbus habe ich heute wieder gesehen, kann es sein? Und MTU. Ah ja, genau, und AXA hatte ich hier noch, genau. Aber dann gucken wir erstmal Hugo Boss. Hugo Boss, Herrenausstatter, Bekleidungsunternehmen. Eigentlich eine ganz schicke Marke, wie ich finde. Trage selber davon sehr viel, ohne Werbung dafür zu machen, aber die ist natürlich auch sehr, sehr stark unter die Räder gekommen in den letzten Jahren. Das hat einfach damit zu tun gehabt, wenn man so ein bisschen auf diesen alten, ja, man hat es nicht so richtig geschafft, da so einfach neues Publikum heranzuziehen. Absätze sind zurückgegangen, da haben eben andere das wesentlich besser gemacht. Vor allen Dingen ist auch die Verschärfung in Richtung der wirklich krassen Modelabel, wie zum Beispiel Louis Vuitton, Chanel und so weiter. Das ist einfach viel, viel stärker, Armani, viel stärker auch gewesen. Die Leute haben wirklich gesagt, wenn ich mir was gönne, dann wirklich richtig, dann haue ich richtig auf den Schlamm und hole mir richtig teure Marken. Und da war sozusagen Hugo Boss immer so ein bisschen in dieser Pufferzone, also zu teuer, um billig zu sein und zu billig, um teuer zu sein. Und das ist genau der Punkt gewesen. Jetzt kommt aber ein neuer Mann, Daniel Grieder, ehemaliger Chef von Tommy Hilfiger, auch eine tolle Firma, tolles Design. Ich hoffe, dass da so ein bisschen jetzt eben auch der alte Muff verschwindet, dass man da neue Linien eben reinkriegt. Und von daher hat man gesehen, die Börse hat auch ein bisschen gejubelt. Für die letzten Tage hier ist der Aktienkurs ganz gut eben auch nochmal hochgegangen. Dann eben auch mit dem allgemeinen Markt so ein bisschen nochmal runter. Aber insgesamt sieht man schon, die Börse hat es gefeiert. Ich denke auch hier das Motto, neue Besen kehren gut, könnte gerade beim Modelabel ganz interessant sein. Tommy Hilfiger hat einen guten Job oder das Unternehmen hat sich gut positioniert, hat gute Produkte. Von daher, vielleicht färbt es ein bisschen auf Hugo Boss ab. Für mich könnte das so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, so ein Hidden Champion werden, wenn es eben klappt. Man muss aber auch sehen, Textilien insgesamt so ein bisschen nicht unbedingt sexy, nicht mehr so en vogue, weil man eben aufgrund von dem Lockdown genau das Problem hat, man kann sich halt nicht zeigen. Das heißt, warum soll ich mir denn jetzt neue Klamotte holen von Hugo Boss, wenn die kein Schwein sieht? Das heißt, ich kaufe mir einfach nichts, sitze dann eben mit meiner alten Hose oder mit meinen alten Schuhen hier und muss sozusagen keine neuen Sachen kaufen und darunter leiden momentan alle Label und das ist das Problem. Zum Glück filmt die Kamera ja nicht unter dem Schreibtisch. Nee, bei 30 Grad oder gefühlten 40, die wir drin haben. So, damit kommen wir auch schon zu einem anderen Unternehmen, die Coty.
Das ist nämlich auch interessant. Das ist nämlich eine Frage aus der letzten Sendung. Also das Geschäftsmodell insgesamt finde ich schon sehr gut. Die stellen nämlich Parfüms her für Marc Jacobs und für die ganzen großen Kylie Jenner Produktlinien und so weiter und so fort. Eine der Hauptaktionäre davon ist die Familie Reimann über die JAB Holding. Eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, aber jetzt kommt auch wieder das ganz große Aber, warum der Kurs da unten ist. Die haben sich halt ganz stark übernommen. Die hatten im Jahr 2017 war es, glaube ich, das Beauty-Geschäft, die Beauty-Sparte von Procter & Gamble für 12,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Und das war ein Ticken zu viel für das Unternehmen. Die sind nämlich dann mitten in den Handelskrieg, mitten in der konjunkturellen Abkühlung reingekommen. Und damit ist eben, sage ich mal, auch wieder so diese nicht oberkrassen Labels, wenn man so will, sondern so eher diese mittleren Labels, die sind halt dann nicht mehr so richtig nachgefragt gewesen, weil dann eben wirklich der Otto-Normalverbraucher oder John Doe oder Johnny Sixpacks in den USA, der sagt eben, ja, ich kaufe mir eben ein Parfüm weniger im Jahr und sowas kommt dann eben auch bei so einem Unternehmen an. Ich sage, wie gesagt, insgesamt finde ich es gut, so ein bisschen das White Labeling oder beziehungsweise eigentlich die Produktion eben für diese großen Label oder für die Labels zu machen, ist interessant. Aber das Unternehmen hatte eben halt hier diesen starken Druck eben auf der Fremdkapital, also auf der Fremdfinanzierungsseite. Man konnte zwar ein bisschen Schulden abbauen, man ist jetzt auch gerade dabei, noch mal ein bisschen da dann mehr Gas zu geben. Also kommt jetzt auch ein neuer Chef. Also vielleicht auf der Watch behalten, Geschäftsmodell interessant, aber die Bilanzsituation gefällt mir momentan nicht so. Da ist einfach zu viel Druck drauf und vor allen Dingen, wenn sich das eben mal umkehren können sollte, was sich zwar bis 2022 noch nicht so abzeichnet, aber dann kann eben auch hier genau diese Umkehr im Zinstrend, der kann eben auch dafür sorgen, dass solche Unternehmen eben wirklich nochmal ein bisschen richtig unter Druck kommen. Ich würde hier nochmal abwarten. Für mich ein klassischer Watchlist-Kandidat. Da brennt nichts an, wenn man da nochmal 2, 3 Tage wartet, aus meiner Sicht heraus. Also von daher eher an der Seitenlinie stehen. Dann schaue ich jetzt nochmal ganz kurz rein, damit wir hier Vapiano, ja, okay, die nehme ich gerne mal rein. Vapiano, die haben ja ähnliches, ja, was man oft sieht, tolle, also Unternehmen an. Ups, gibt es die überhaupt? Vapiano, achso, andersrum geschrieben. Also das Konzept war gut. Wie soll man sagen? Erlebnisgastronomie im Franchise-Verfahren so ein bisschen, beziehungsweise dann eben im Baukastensystem. Aber derjenige, der schon mal vielleicht auch Vapiano mal besucht hat, kannte das alte Problem. Wenn man eben essen gehen will, dann möchte man auch so ein bisschen, wie soll man sagen, dann gehört so ein bisschen das Flair auch dazu. Und wenn man halt sozusagen in einer großen Gruppe hingeht, der eine bestellt eine Pizza, der andere bestellt ein paar Spaghettis, der eine kriegt seine Pizza in 5 Minuten, der andere muss 15 Minuten auf die Spaghettis warten, ist nichts mit Happening, oder? Philipp, warst du bei Vapiano schon mal? Sehr lange her. Klassischer Vapiano ehemals, oh komm, wir gehen mal hin und versuchen es mal und dann nicht mehr hingehen, Konsument sozusagen. Als es noch hip war. Als noch hip war, genau. Also das Unternehmen hat im Endeffekt die Karten verspielt. Der Aufschlag war gut, aber danach war es dann, ging der Ball ganz klar ins Aus. Und das auch hier bei dem Unternehmen ist ein Penny Stock geworden. Ich denke, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Großen Turnaround sehe ich da nicht. Dazu ist die Konkurrenz zu stark. Man hat auch jetzt relativ niedrige Einstiegsbarrieren. Das heißt natürlich, die großen Konkurrenten wie McDonald's, Burger King, die haben ja alle momentan ihre Probleme, sind aber wesentlich schneller dabei, hier drauf zu reagieren in der Erlebnisgastronomie, haben wesentlich mehr Geld, sind hier schneller dabei. Also von daher ist es halt, denke ich mal, bei dem Unternehmen schwer. Ich habe auch gelesen, dass der ehemalige CEO sich, glaube ich, 30 oder so der Restaurants, die, glaube ich, ganz gut liefen, aus der Insolvenzmasse rauskaufen will oder rausgekauft hat. Also für mich, denke ich mal, ist das Unternehmen erstmal nur noch sehr, sehr schwer zu retten. Hochspekulativ, wer darauf setzen will, kann es er machen, wird seine Beweggründe haben. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall andere Unternehmen, die interessanter sind. Vapiano insgesamt in einer sehr, sehr prekären Situation, die eben wirklich auch das ausbedeuten kann. Also wenn da nicht jetzt viel passiert, dann werden die Aktien irgendwann delistet und dann ist das ganze Ding auch gelaufen unter Umständen. Also beobachten, klassischer Insolvenzzock, aber jetzt kein wirklich Basisinvestment irgendwie in der Form. Genau, dann nehme ich nochmal ganz kurz, genau, ja, Afria nehme ich gleich mit rein. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Cannabiswerte dann ein. Die hatten wir ja schon mal, irgendwie werden wir immer ständig in die Cannabis-Ecke gedrängt. Philipp, liegt es an dir? Müssen wir mal analysieren. Das heißt dann irgendwie, bei der Comdirect kannst du deine Cannabis-Fragen loswerden. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Nike, für mich ein Phänomen. Ich finde das Unternehmen wirklich auch, das ist grandios. Die haben eben
haben es eben wirklich geschafft, relativ krisenfrei da rauszugehen. Die sind sehr, sehr stark im Onlinehandel drin. Die haben also sozusagen die Delle, die Verabsatzdelle, die man eben durch die Coronavirus-Krise in China gesehen hat, konnten sie eben sehr, sehr stark auffangen. Ähnlich auch Adidas, Puma, das heißt, die ganzen großen Sportartikelhersteller haben es wirklich geschafft. Ich würde aber auch hier, für mich ist es wirklich schwierig momentan abzuschätzen, wie stark, also mit zunehmender ausufernder Situation in Amerika, dass eben dort viele ja noch in Arbeitslosigkeit sind oder hier in Deutschland ja auch in der Kurzarbeit sind, nimmt natürlich die Konsumfreudigkeit ab. Währenddessen man vielleicht noch im April, Mai gesagt hat, hey, super, ich kaufe mir die neuen Jordan oder die Air Max oder sowas und leiste mir die dann sozusagen, ich habe jetzt frei und kann die sozusagen zur Schau tragen, fühle mich dann einfach gut. Das Gefühl nimmt natürlich dann mit zunehmender dann Arbeitslosigkeit oder Kurzzeitarbeit eben auch ab. Das heißt, auch die Konsumfreudigkeit nimmt ab. Und das hat jetzt nicht unbedingt auch nur mit Nike zu tun, sondern generell mit den ganzen Konsumtiteln, wie wir vorhin auch schon bei Coty zum Beispiel gesehen haben, dass da das Problem einfach ist, dass Leute müssen einfach anfangen, jetzt zu sparen. Die Hilfsmaßnahmen, sie kommen noch nicht direkt an. Das heißt, es werden noch keine wirklich die Arbeitsplätze wieder neu geschaffen oder werden eben wieder aufgenommen. Das heißt, viele sind eben weiterhin in der Halteposition. Und das wird sich auch im Konsumverhalten ganz klar erkennbar zeigen. Ob es jetzt bereits schon bei den Zahlen jetzt zum ersten bzw. zweiten Quartal bei Nike ersichtlich ist, kann nochmal in Frage gestellt werden. Ich glaube, dass aber auch hier der Euphoriegrad, wie wir ihn ja schon gesehen haben, wir müssen auch nochmal hier jetzt auf den US-Dollar umschalten, sonst verwirrt ein bisschen das Bild. Man sieht ja hier, wir sind auch nahe der Allzeithöchstkurse und da ist schon sehr, sehr viel Euphorie drin. Das heißt, wir sind ja von dem Empfinden der Investoren sozusagen in so einer Phase drin, dass wir in der Vor-Coronavirus-Phase drin sind. Das heißt, die Leute gehen eben wirklich davon aus, alles ist gut, alles ist happy, wir bekommen eine V-förmige Konjunkturerholung, das genau sehe ich momentan nicht. Von daher werden dann eben auch Konsumaktien unter Umständen auch nochmal getroffen. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, die Zahlen jetzt in dieser Woche bei Nike gut werden, aber dass das in den Kursen bereits eingepreist ist, vielleicht ist das auch so eine kleine Antwort dahingehend zu der Frage, die wir hatten. Jetzt kommen wir ganz kurz auf die Cannabis-Aktien Aphria. Auch hier das gleiche Desaster, da kann man exemplarisch eigentlich, also sie haben sich sehr gut erholt aus dem Tief jetzt im März diesen Jahres, haben sich mehr als verdoppelt. Insgesamt, da fehlt so ein bisschen der Kick, das gilt nicht nur bei Aphria, das gilt für mich auch bei zum Beispiel einer Tilray. Ich rufe die mal ganz schnell nochmal auf, damit man mal insgesamt diese ganze bildliche Mengelage sieht bei den Cannabis-Unternehmen. Ich bleibe weiterhin relativ optimistisch für die Unternehmen aus diesem Bereich. Weise aber darin gehend nochmal darauf hin, Nummer eins, wir haben einen sehr, sehr hohen Verdrängungswettbewerb, es findet eine Konsolidierung statt, aber das Thema Cannabis, medizinische Marihuana-Benutzung in zum Beispiel Schmerztherapie, AIDS, Krebs und so weiter und so fort, das wird einfach weiter akzeptiert werden, wird weiter zunehmen, aber der Kuh oder das Kuchenstück wird eben von sehr, sehr vielen momentan angeknabbert und jetzt muss erstmal eine Konsolidierung kommen, jetzt muss erstmal sozusagen, werden Unternehmen übernommen werden. Und dann denke ich mal, dass wir auch wieder höhere Kurse sehen, aber momentan ist einfach hier die Situation, viele Unternehmen haben eben expandiert in den letzten Jahren, haben dafür Kredite aufgenommen und diese Kredite müssen zurückgeführt werden, beziehungsweise drücken wir in die Bilanzen, wir haben zurückgehende höhere Konkurrenz, wir haben zurückgehendes Geschäft, zurückgehende Margen und das ist genau dieses Problem. Das heißt, wer hier als erster konsolidiert, wer hier am besten sozusagen aus der Situation rauskommt, aus diesem Verdrängungswettbewerb, der ist sozusagen der Champion dabei. Das heißt, ich würde ein Basket auch hier, mehrere Unternehmen, ich würde mir die fünf größten der Branche nehmen, wird jeweils eine kleine Position als Depotbeimischung reinnehmen und das dann so eine Art Hop- oder Top-Spiel, wenn man es so will. Ich kann mir vorstellen, es gibt einige Unternehmen, die werden mal richtig gut performen, weil man auch gerade im Lifestyle-Bereich hier zum Beispiel mit Getränken und irgendwelchen anderen kosmetischen Produkten im Bereich von Hanf und Hanfprodukten eben natürlich auch einiges erreichen kann und wird und gute Abzahlzahlen hat, als auch in dem medizinischen Bereich, also hier auch schon mal eher dann tendenziell in dem medizinischen Sektor, also auf Unternehmen konzentrieren, die sich da eben fokussieren, als eben wirklich die, die im Lifestyle-Bereich da sind, weil Lifestyle auch einfach zu schnell eine Wendung und Wandlung hat, die Unternehmen teilweise gar nicht so mitkriegen und da dann eben auch an den Trend vorbei produzieren. Also von daher die fünf größten, die einen Schwerpunkt auf medizinische Marihuana, medizinisches Cannabis haben,
Und dann denke ich mal, kann man da, wenn man ein paar Jahre wartet, wird man sicherlich eine sehr, sehr gute Performance erzielen können. Aber insgesamt jetzt auf ein Unternehmen setzen, ist sehr, sehr riskant. Also von daher schwierig. Zur Rose Group hatten wir letztes Mal, lieber Tobias. Da einfach nochmal die letzte Folge ansehen. Finde ich interessant, da können wir auch nochmal das eine Unternehmen reinnehmen, hat man nämlich Shop Apotheke. Für mich auch die absoluten Gewinner aus der Krise. Ups. Ah, trotzdem erkannt. Cleveres System eigentlich. Wahnsinn. Ja, kommt direkt halt. Eins der besten. Oder? Ich wollte es nicht sagen. Und man sieht ja auch schon natürlich Gewinner aus der Krise. Was passiert? Viele Menschen kaufen ihre Produkte online, nicht nur jetzt bei Amazon und Co. die Textilien oder Elektronikartikel, sondern eben halt auch medizinische Produkte beziehungsweise dann eben auch Präparate. Und da sieht man eben, was dann passiert. Shop Apotheke eben abgeflogen. Zur Rose Group ist ja hier auch angefragt worden. Warum mache ich jetzt den direkten Querverweis zur Shop Apotheke? Weil zur Rose Group die Muttergesellschaft von Doc Morris ist. Man kennt sie vielleicht, wenn man die eine oder andere Werbung sieht oder mitbekommt. Die machen ja, sind da sehr, sehr präsent. Also von daher für mich, das sind auf jeden Fall die Gewinner. Ich denke auch, dass sich dieser Trend auch erstmal beibehalten wird. Das heißt, der ist nicht mehr umkehrbar. Viele Leute werden nicht mehr in den stationären Apothekenhandel gehen, sondern werden eben jetzt ihre Produkte noch wesentlich stärker online kaufen. Das ist auch diese ganze E-Health-Bewegung, die man momentan sieht, die geht in diese Richtung. Also das heißt, gut, jetzt der Kursanstieg insgesamt, wenn man sich ansieht, fast verdreifacht innerhalb kurzer Zeit, finde ich schon ein bisschen happig. Ich denke, dass die Aktien auch nochmal zurückkommen werden, aber insgesamt ist der Trend nicht mehr umkehrbar. Das heißt, vielleicht sehen wir noch mal eine Korrektur, aber on the long run, also auf lange Sicht, also ganz klar ist der Trend erkennbar und wird sich auch fortpflanzen. Das heißt, Shop Apotheke, zur Rose Group und so weiter, alles Unternehmen, wenn man die auch längerfristig jetzt sieht als wirklich Langfristanlage, dann wird man da auf lange Sicht auf jeden Fall seine Freude haben können. So, dann gehe ich noch mal kurz. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Ich schaffe mir wieder mal gar nicht, aber ich versuche es trotzdem. Coty hatte ich, Norwegian Air hatte ich. Genau, und zwar fand ich noch die Stone Co. Das war auch noch aus der letzten Sendung. War das die oder habe ich dir jetzt was verpeilt? Nee, ich glaube Stone Co. War ja genau hier. Ja, Stone Co. Ja. Aus der letzten Sendung eine Frage. Auch ein tolles, interessantes Unternehmen. Darum habe ich auch ein bisschen recherchiert und die fand ich ganz interessant und vor allen Dingen auch in Verbindung mit der Meldung. Da wurde nämlich bei mir auch einiges klar. Also Facebook, da haben wir auch wieder die Frage von, wenn will jetzt ein Messenger-Bezahldienst über WhatsApp ermöglichen und zwar in Brasilien. Also jeder hat, okay, Brasilien. Ja, weil Brasilien ganz interessant ist. Brasilien ist wirklich noch einer der Wachstumsmärkte im Online-Payment. Die sind sozusagen kurz davor, nochmal richtig zu digitalisieren insgesamt und sind in diesem Sprung drin, dass man auch alles, was mit Online-Payment-Diensten zu tun hat, einfach noch wesentlich stärker in Anspruch nimmt. Das heißt, auch hier ist sozusagen, wie soll man sagen, so ein Emerging Market des Online-Payments. Deswegen hat sich Facebook darauf versteift, über WhatsApp eben in den Bereich Online-Payment reinzugehen und da eben verproben in Brasilien. Und die Stone Co., das ist ein Unternehmen, die sind sozusagen der führende elektronische Zahlungsanbieter in Brasilien. Das Interessante ist, Berkshire Hathaway, also die Holdinggesellschaft bzw. Investmentgesellschaft von Warren Buffett, hat sich ebenfalls mit 11% an dem Unternehmen beteiligt. Deswegen auch die Frage wahrscheinlich von einem User, danke nochmal aus der letzten Sendung, zu dem Unternehmen. Man sieht, ich denke, natürlich sehr volatil, wie man hier sieht. Das hat aber auch damit zu tun, weil die noch nicht so lange an der Börse sind insgesamt, sondern natürlich auch mitten in diese ganzen Turbulenzen reinkommen sind. Aber die werden ihren Weg gehen. Ich glaube, dass sich das, die sind sehr, sehr gut positioniert und ich glaube, dass wir hier auch höhere Kurse durchaus sehen werden. Online-Payment ist einfach momentan das Thema. Es ist ein Boom-Sektor. Das wird sich nicht trotz Wirecard, wenn man das jetzt mal beiseite lässt, aber die anderen PayPal, Visa, Mastercard, das sind alles Unternehmen, die sind einfach da ganz, ganz stark drin mit und dieser Markt wächst noch weiter auf, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Aber am Beispiel Brasilien kann man es eben erkennen. Deswegen Stone Co. für mich auch ein interessantes Unternehmen. Ich finde die sehr, ja, denke, dass die auf jeden Fall gute Perspektiven haben und ja, dass die, wenn man im Bereich Brasilien, wenn man eben so ein bisschen im Emerging Market Bereich reingehen will, dann als Einzelinvestment bestimmt durchaus ganz interessant sein könnten. Nicht wundern, da oben also KYG bedeutet nur, dass man eben auf den Cayman Island sozusagen die Gesellschaft gegründet hat und die Aktien sozusagen dann eben auf den Cayman Island rausgegeben worden sind. Die sind aber an der Nasdaq gehandelt, also von daher zumindest eben auch mal an der Computerbörse in den USA.
insgesamt als Unternehmen aus meiner Sicht heraus nicht schlecht und ganz interessant. Da sind wir beim anderen Unternehmen, Sea Limited, ein chinesisches Unternehmen. Die sind eben auch im Bereich des E-Commerce tätig. Und wenn man hier den Chart sieht, dann kann einem schon ganz schwindelig werden, wenn ich ihn gleich finde. Moment, Sea Limited. Du suchst bei Zertifikaten. Ach so, huch, ja, nee, Aktien hat er nicht gefunden. Man muss sie, vielleicht habe ich den irgendwie, das sind wahrscheinlich, das sind so eine ADR-Geschichten. CCCCC. Aber okay, dann muss ich mal zum kurzer Konkurrenz gehen. Ah, nee, Konkurrenz nicht, ist ja im eigenen Hause. Und Vista. Nee. Doch. Sea Limited, ich glaube, die haben die. Ja, siehst du da. Aber das hat damit zu tun, haben wir die irgendwie anders abgekürzt. Also ich finde die wahrscheinlich, natürlich auch bei der Comdirect. Ich habe mich gerade nur zu blöd angestellt, die ja, ich war es zu finden. Aber ich muss jetzt mal schnell bei den Kollegen von Envista, die gehören ja auch mit zu uns, rüberschalten. Dann sieht man hier, kann einen schon schwindelig werden. Wenn man eben sieht, hier Dezember 2018 noch bei 11 US-Dollar, jetzt bei über 100. Was ist passiert? Das Unternehmen hat wirklich sich in den wichtigsten ja, E-Commerce-Nischen eigentlich eingenistet. Man ist sowohl im Glücksspielbereich als auch im Online-Handel drin. Und ja, man hat auch den, ja, ist ein E-Commerce-Gigant, wenn man es so will. Man hat sich auch in mobile Spielen eben durch die Tochter Garena mit eingekauft oder beziehungsweise positioniert, und man macht hier wirklich schwindige Wachstumszahlen. Alleine dieser Bereich, mobiles Entertainment, wächst um 50% pro Jahr. Das ist wirklich brutal. Das Unternehmen ist sozusagen so eine kleine Cash-Cow momentan, und man sieht halt auch schon, wie sich der Kurs entwickelt hat. Also von daher, wer die Aktien hat, Chapeau. Ist so ein bisschen so dieser Amazon-Effekt, der da so eintritt, dass man natürlich auch hier nochmal so die Beschleunigung drin hat, eben nach der Coronavirus-Krise. Also von daher, ja, tolles Unternehmen insgesamt. Ich denke, auch gerade China nochmal oder Asien insgesamt als wichtiger Wachstumsmarkt, die werden ihren Weg gehen. Ich finde sie momentan ein bisschen heiß gelaufen, wenn man das sieht. Also mehr als verdoppelt innerhalb von ein paar Wochen. Selbst wenn die Zahlen gut sind, finde ich schon heftig. Ich weiß, es gibt auch andere Unternehmen, ob eine Tesla oder so, die es ebenfalls vollzogen haben. Aber das ist halt auch ein Symptom unserer Zeit, dass wir halt momentan einfach exorbitante Kursavancen sehen in Märkten, in Einzelaktien. Von daher für mich ein Watchlist-Kandidat. Ähnlich wie bei Nvidia, ähnlich wie Adobe. Wenn die mal zurückkommen, wenn die korrigieren sollten, konsolidieren sollten, dann kann man sich eine kleine Position mal reinnehmen. Wenn man die hat laufen lassen, the trend is your friend, gilt hier ganz klar. Ansonsten halt auch, wenn man halt einsteigen will, dann sollte man niemals den Zug hinterherfahren. Da gibt es halt auch noch andere Unternehmen, wie wir ja heute hier gerade gesehen haben. Und von daher, ja. War es das soweit? Ich denke, oh ja, wir sind wie 18:02 Uhr. Ich könnte hier wahrscheinlich 3 Stunden lang reden, was ich aber nicht machen werde, sonst fällt Philipp hier irgendwann vom Hocker und schläft ein. Und ja, auch Quentin ist da, sitzt da momentan und hofft, dass die Sendung bald vorbei ist, damit er nach Hause gehen kann. Ansonsten war es das. Ich freue mich. Nehme alle Fragen, die ich jetzt hier nicht beantworten konnte. Genau, Immobilienaktien gehe ich nächstes Mal drauf ein. Einschätzung zu Luckin Coffee kann ich nochmal schnell hinterher schieben. Für mich auch ganz klar ein, Moment, ich muss noch ganz kurz nochmal, das ist halt ein Unternehmen, die haben eben auch ihre Chance gehabt. Konnten sie nicht wahrnehmen, warte mal. Danke. Genau, jetzt gehen wir noch ganz kurz nochmal ein, weil da nochmal gefragt wurde. Das ist für mich halt, sieht man auch, Zockeraktie. Das Unternehmen hat auch ein paar Umsätze erfunden. Der CFO ist gegangen, da gab es einen riesen Bohai. Also von daher, das ist halt ein Unternehmen. Ich glaube auch nicht, dass da wirklich allzu viel noch passieren wird. Da haben die Banken bereits schon die Hände schützend über die Güter und Assets, die man irgendwie noch verwerten kann, gehalten. Credit Suisse First Boston, glaube ich, als Bank hat da schon mal bekannt gegeben, dass man eben die Verbindlichkeiten, die man eben gegen das Unternehmen noch hat, dass man da eben versucht, dann eben Assets abzuziehen. Also von daher, es könnte für das Unternehmen auf jeden Fall gelaufen sein. Vor allen Dingen ist da halt auch immer, das ist ganz, ganz wichtig, der Ruf ist einfach bei so einem Unternehmen, wenn der einmal versaut ist, dann fassen Investoren so ein Unternehmen nicht mehr mit der Kneifzange an. Das kann ähnlich auch bei Wirecard passieren, deswegen ungefähr das Gleiche. Nicht in der Dimension vielleicht, aber es ist die gleiche Kategorie. Das heißt, ist erstmal der Ruf ruiniert, lebt sich ganz ungeniert. So ist es dann eben da auch. Und von daher, da, neben Investoren machen da eben wirklich einen ganz, ganz großen Bogen drum. Vor allen Dingen wichtig zu wissen ist, in den USA
investieren viele institutionelle Investoren nicht in Aktien, die unter 5 Dollar notieren. Das hat vielerlei Gründe. Nummer eins, wollen sie die Volatilität nicht haben. Nummer zwei, ist es meist in den Anlagerichtlinien verboten, in Unternehmen zu investieren, die unterhalb dieses Kursniveaus sind. Die werden nämlich in den USA dann tatsächlich schon als sogenannte Penny Stocks tituliert. Also alles, was unter 5 Dollar ist, hat es dann erstmal schwer. Das Unternehmen könnte eventuell wieder, sag ich mal, eine Blüte erleben, wenn es eben auf einem vernünftigen Kursniveau wieder ist, vielleicht einen Reverse-Split macht, wenn eben da auch wieder der Ruf rehabilitiert ist. Also ähnliche Situationen wie eben bei Wirecard. Für mich Zockerpapier, wer da drin rumzocken will, sieht man ja 17%. Hier machen die eben auch innerhalb eines Tages mal heute mal Verlust, an anderen Tagen eben Gewinn. Der braucht eben seinen dementsprechenden Nerven oder eine Trading-Strategie. Ansonsten auf jeden Fall kein Basisinvestment oder irgendwie ein Buy-and-Hold-Papier. Das kann eben doch ganz schnell nach hinten losgehen. Im Übrigen muss man eben auch dahingehend auch immer wieder im Hinterkopf behalten, die wenigsten Turnaround-Situationen funktionieren tatsächlich. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo es eben dann eben auch funktioniert hat. Die meisten sind wirklich gegen die Wand gefahren. Das verdrängt man natürlich auch, weil der Mensch grundsätzlich ein Optimist ist. Das heißt, man schaut natürlich nur auf Unternehmen, wo es eben funktioniert hat, wie zum Beispiel Dialog Semi oder wie eine Infineon. Das glaubt man kaum. Eine Infineon, die war mal damals bei 50 Cent. Die haben es eben wirklich geschafft, danach mit einer megamäßigen Anstrengung aus dieser Situation rauszukommen. Viele Unternehmen schaffen es einfach nicht. Die gehen dann unter, die sind dann weg und kein Mensch erinnert sich mehr daran. Da werden dann sozusagen nur noch die Champions vorgehalten. Deswegen wirklich vorsichtig sein. Wer zocken, wer ein bisschen Nervenkitzel braucht und Spielgeld einsetzen will, der soll es tun. Anlageempfehlung kann man da nicht rausgeben, sollte man auch gar nicht. Das ist eben wirklich eine Sache, wenn die sich dann eben vervielfachen sollten, dann eben Gratulation und Gruß an die Mutter von demjenigen, der das eben mitgemacht hat. Ansonsten ist es eben, wie gesagt, keine Aktie zum Vermögensaufbau. So, das war's. Ich freue mich, bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Alle Fragen, die nicht rangekommen sind, nehmen wir nächstes Mal mit rein. Es ist ja ein Riesenstoß und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend.